Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, heute geht's wieder weiter mit diesem wunderherrlichen Action-Adventure und ausnahmsweise auch mal nicht mit der Legende von Links Ablenkung, sondern wir versuchen mal irgendwie in der Hauptquest weiterzumachen, was vielleicht ganz interessant werden könnte. Also, ich glaube, ich spoiler nicht zu viel, da wir es ja sowieso gleich alles sehen. Wenn ich jetzt sage, das, was jetzt auf uns zukommt, ist eigentlich so für mich ein kleines Highlight in dem Spiel. Das ist einfach eine Sache, die hat mir damals unwahrscheinlich gut gefallen. Und ich habe das mit größter Begeisterung immer wieder gespielt. Also gerade diese Stelle, auch wenn der Rest des Spiels mir dann in dem Moment völlig egal war. Und man kann das Ganze auch schon viel früher machen, als ich es jetzt tun werde. Ich habe es extra so lange rausgezögert wie möglich, um dann sagen zu können, ja, das Beste kommt zum Schluss oder so. Ja, also prinzipiell, was jetzt kommt, wäre schon viel früher im Spiel zu erledigen. Wer das Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Und der weiß auch, ja, wenn man denn Epona hat und wenn man schon einen Bogen hat, dann kann man genau das jetzt schon tun, was ich jetzt erst tue. Allerdings, wie gesagt, ich wollte das Beste eben mehr oder weniger zum Schluss aufheben. Und es wird herrlich. Aber erstmal ärgern wir uns über den Nixon der Vergangenheit, der alle seine Pfeile verschossen hat. Und, ja, der Nixon der Gegenwart wird jetzt erstmal welche suchen. Ich glaube, Andy war es, der das so in etwa in die Kommentare geschrieben hat. Das ist natürlich wahr. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ist doof, dass ich meine ganzen Pfeile verballert habe, weil ich bräuchte sie eigentlich noch. Ja, aber können wir nicht ändern, ne? Ist halt mal, wie es ist. Komm, Karotten auffüllen. Schneller. Geht doch. Ja, reicht trotzdem nicht mehr. Na toll. Ja, wir wollen eigentlich nicht zum Hylia-See, aber es bietet sich an, weil wir wissen, dass dort auf jeden Fall genügend Gebüsch ist, um mal schnell ein paar Pfeile zu finden oder so. Und wie gesagt, wir werden die jetzt brauchen, um das, was vor uns steht, einigermaßen sinnvoll abarbeiten zu können oder lösen zu können oder was auch immer. Pfeile sind hier echt nicht verkehrt. Deshalb auch, wie gesagt, man könnte die Stelle machen, sobald man Epona hat und sobald man einen Bogen hat. Aber das wäre ja nicht schön. Und es ist ja auch nicht zwingend im Sinn des Spiels, denn eigentlich hat bisher niemand gesagt, dass wir überhaupt jemals dorthin gehen sollen, wo ich jetzt vorhabe hinzugehen. Und ja, warum das denn irgendwie beschleunigen? Mittlerweile würde Navi wahrscheinlich sagen, ja, geh mal dorthin und so, guck dich mal da um, da waren wir ja noch nie und ja, dann sehen wir mal, was es da gibt. Aber gut, Navi hat im Moment gerade keine Lust. Und mir ist es auch relativ egal. Ich glaube, Navi hat einen Counter, genau. Jetzt sagt es schon wieder, also jetzt will sie schon wieder mit mir reden. Navi hat, glaube ich, einen Counter von 30 Sekunden. Das heißt, wenn man sich 30 Sekunden in einem Gebiet auffällt, dann wird Navi irgendwann sagen, ja, sprich mal mit mir, weil ich habe dir was zu sagen. Dann gucken wir doch mal, was Navi zu sagen hat, mein Gott. In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, in der Wüste. Wir haben noch nie eine Wüste gesehen und wir haben keine Ahnung, aber wir haben tatsächlich schon gehört, dass Ganondorf der Anführer der Gerudos ist, die ja aus der Wüste kommen. Ja, diese Banditen aus der Wüste. Schlimm, schlimm. Und genau mit denen wollen wir uns jetzt ein bisschen anfreunden. Das Problem ist, mal abgesehen davon, dass Ganons Gefolgsleute sind, sind es wie gesagt Banditen und die haben nicht so übermäßig gerne Besuch. Und wenn wir dort sind, werden wir feststellen, dass die noch eine Eigenschaft haben, die jetzt nicht unbedingt zu unserem Vorteil ist, aber ja, erstmal soweit kommen. Gut, wir waren ja schon das ein oder andere Mal im Gerudental und haben uns an der wunderschönen Musik dort erfreut. Und haben auch schon ein kleines Stück davon gesehen. Ich glaube, wir haben es sowohl als Kind als auch als Erwachsener. Ja klar, haben wir es als Kind gesehen. Wir haben das Kind dort Herzteil geholt, genau. Wir haben einen Teil schon gesehen. Als Kind hatten wir da eine Brücke, die allerdings am Ende versperrt war durch Gerudo-Kriegerinnen. Und als Erwachsener haben wir stattdessen eine große Schlucht mit kaputter Brücke, die nicht repariert sein dürfte momentan. Und über die man dann eben auf andere Art und Weise kommen könnte. Zum Beispiel mit Epona, wenn Epona denn mal gerade Lust hätte. Zum Glück haben wir mittlerweile auch den dritten Tempel hinter uns und das heißt, es gibt noch einen anderen Weg, hier rüber zu kommen. Und der nennt sich Enterhaken. Der Fanghaken ist ein Stückchen zu kurz, aber der Enterhaken macht das Ganze natürlich furchtbar einfach und
Ja, dann sind wir hier drüben. Und dann können wir zum Beispiel mal mit dem hier reden. Wir haben ja schon mal mit dem geredet wegen Pictorisch und so. Hey, du! Wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Ja, der Gute hätte uns mal vor langer Zeit oder so erzählt, ja, ich bin hier Handwerker und ich wollte die Brücke reparieren, aber meine blöden Mitarbeiter, meine Jungs, die sind irgendwie alle zu den Gerudos gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt Banditen werden, wir haben keine Lust mehr Handwerker zu sein und ja, leck mich doch, mach deine Brücke allein. Und irgendwie kann der das scheinbar nicht. So ein Pech, ne? Ja, und wir sollen jetzt rausfinden, was es mit diesen, Herrschaften auf Sjad Gerudo-Festung, das bei Nacht schade. Ich hätte jetzt gerne die Musik gehabt, aber ich glaube, wir haben auch hier noch einen flüssigen Tag-Nacht-Wechsel. Vielleicht auch nicht, aber ist ja auch egal. Wir sollen jetzt also rausfinden, was es mit den Jungs auf sich hat, wo sie denn hingelandet sind. Und dann gucken wir uns mal um und reden mal ein bisschen hier mit den Leuten, ne? Sind ja genug Leute hier. Guck mal, hallo, Mädel. Oh. Halt, bleib, wo du bist. Ja, meine Frauenstimmen sind schrecklich, ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Autsch. Das war sehr erfolgreich, also wir merken... Oh. Weichei! Hinein mit dir! Und halt die Klappe! Ja. Wir merken, die Gerudos sind irgendwie nicht gut auf uns zu sprechen. Irgendwie wollen die nichts mit uns zu tun haben. Und dabei haben wir denen doch gar nichts gemacht. Also, warum sind die so feindselig? Naja, auf jeden Fall können wir uns denken, was mit den Handwerkern passiert ist. Denen dürfte es vermutlich ähnlich ergangen sein. Was unter anderem eben auch daran liegt, dass die Gerudos nicht nur Banditen sind, sondern es sind auch alles Frauen. Und Männer sind hier nicht übermäßig willkommen, scheinbar. Gut. Glücklicherweise haben wir ja einen Enterhaken. Das heißt, wir schaffen es problemlos dort aus dieser Zelle raus. Egal, wie oft wir drin landen, wir kommen immer wieder raus. Und nun gilt es erstmal, diese Handwerker zu finden. Ich meine, mehr können wir hier im Moment ja auch nicht machen. Und dabei ist es... ausgesprochen wichtig, dass wir unsere Deckung nicht aufgeben. Das ist was, das hatten wir in dem Spiel so noch nicht. Bisher haben wir alle unsere Probleme kämpferisch gelöst. Das heißt, wir sind durch die Gegend gelaufen und haben alles totgehauen, was wir konnten. Und das war immer genug. Aber jetzt eben nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen uns ein bisschen stealth-mäßig hier fortbewegen. So Metal Gear-mäßig quasi. Und hoffen, dass uns die Kriegerinnen nicht erwischen, denn jedes Mal, wenn sie uns erwischen, landen wir direkt wieder in dieser Zelle. Und das wollen wir eigentlich nicht unbedingt hin. Hätte ich mal so behauptet. Sammelst du das ein? Dankeschön. Gut. Warum habe ich gesagt, wir brauchen Pfeile? Ich glaube, ihr habt es gerade schon alle gesehen. Mit Pfeilen können wir die Gerudo-Kriegerinnen betäuben. Und das ist sehr vorteilhaft, weil eine betäubte Gerudo-Kriegerin kann uns schon mal nicht mehr in eine Zelle werfen. Dankeschön. Ich glaube, das könnte man sogar mit dem Enterhaken aktivieren. Ich weiß es nicht. Können wir gleich mal ausprobieren. Wir brauchen ihn ja sowieso hier dauernd. Zack. Und dann gucken wir doch mal, ob ich das mit dem Enterhaken aktivieren kann. Nö. Nur mit dem Bogen. Okay. Ja, noch ein Grund mehr Pfeile hier dabei zu haben. Man weiß ja nie, was man gerade an Items braucht. Und diese komischen Rindsköpfe oder was auch immer geben ja offenbar... so ziemlich alles, was man brauchen könnte. Warum wir hier Magie brauchen, ist mir jetzt allerdings auch schleierhaft. Was hat mir an dem Abschnitt hier so gut gefallen? Oh, wir sind direkt oberhalb unserer Zelle. Faszinierend. Und da gibt's irgendwie ein rosa Rubin. Nee, war das ein Herz? Ich weiß nicht, was war. Es ist so anders. Es ist so anders wie der Rest vom Spiel. Es ist jetzt echt schade, dass wir nicht die Musik haben, aber es ist auch so schön und... ich hätte nie gedacht, dass ich von hier aus da dran komme, aber okay. Da hätten wir noch was Schönes, nämlich, ich glaube, ein Herzteil oder so. Mach mal auf. Ich denke mal, hier müsste ein Herzteil drin sein. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Müsste aber eben. Wäre gut, weil mir fehlen ja noch so viele. Gut. Wenigstens einmal recht gehabt. Übrigens, falls ihr es irgendwie durch Bug-Using und dergleichen schaffen solltet, hier jemals als Kind hinzukommen, gibt es hier noch irgendwo ein Herzteil. Entweder dort oben oder irgendwo weiter dort hinten. Ein Herzteil, das gar nicht vorgesehen ist in dem Spiel. Es ist ja auch nicht vorgesehen, dass ihr als Kind hierher kommt und, keine Ahnung, man kann dort auch nur durch Bug-Using drankommen an das Herzteil, ist klar, aber sehr faszinierend, dass es das überhaupt gibt. Oh, und da ist eine Skulptur, einfach mal so. Und wenn sie schon da ist und sich so anbietet, dann nehmen wir sie auch mit. Ja, also, es war nicht so dieses Stealth-mäßige Rumgelaufen, das mir hier so gut gefallen hat, sondern allgemein die Atmosphäre. Es ist echt schade, dass wir die Musik nicht haben. Die würde nämlich das Ganze noch sehr stark unterstützen, aber ich finde das toll. Wir sind hier in dieser Festungsanlage, alles rundherum, überall rundherum wuseln die Kriegerinnen rum. Wir müssen uns ein bisschen durchschleichen, ein bisschen durchkämpfen. Es wird sich auch noch wirklich Gelegenheit ergeben zu kämpfen, nur um es gesagt zu haben. Nicht, dass ihr jetzt gleich sagt, der schleicht jetzt die ganze Zeit nur rum, das ist ja langweilig. Und,
Ja, ich fand das einfach extrem gelungen. Mir hat das wirklich unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und ich habe das sehr oft, habe ich wirklich Ocarina of Time neu angefangen und mich dann nur so weit vorn gespielt, dass ich Epona und einen Bogen hatte. Und dann bin ich schon hier rumgerannt und habe mir die Gerudo-Festung angeguckt. Also es hat wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Okay, das war ein sinnloser Rundweg. Vielleicht wollen wir doch mal da rein. Ich weiß ja nicht. Gut. Ganz, ganz wichtig, immer schön um die Ecken gucken, bevor man irgendwo lang geht. Denn es können überall Gerudo-Kriegerinnen lauern. War ich da unten schon mal? Nee, ne? Stirb! Und da läuft noch einer. Ich kann auch nicht so wirklich sagen, wie groß deren Sichtbereich ist. Sie können einen innerhalb eines bestimmten Gebiets eben sehen und, ja, wenn man außerhalb dieses Gebiets ist, sehen sie einen nicht. Wuhu. Aber fragt mich jetzt nicht, wie groß der Bereich ist. Hauptsache, ihr haltet euch von ihnen so weit fern, wie ihr könnt. Das reicht dann auch schon. Okay, da drüben kann man offensichtlich hingehen. Frage ist, was bringt's? Mist. Ja, da gibt's ja auch zum Glück einen Weg zum Hochlaufen. Und jede Menge Vasen und Kisten und alles Mögliche. Gerudo-Festung, na toll. Das hat mich jetzt irgendwie kein Stück weitergebracht. Kann ein bisschen dauern, bis man sich hier zurechtgefunden hat. unser Ziel nach wie vor, finde... Oh, sehr schön. Finde die gefangenen Handwerker und... Hey, Kleiner! Dich meine ich! Schau hier in die Zelle! Genau, da hätten wir nämlich schon den ersten. Und die haben auch eine interessante Eigenschaft, nämlich ihren Namen. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Ich glaube, für diesen Kampf wäre es sinnvoll, ein Schild zu haben. Obwohl, ich könnte es auch mal mit Bigoro-Schwert machen. Ja, funktioniert doch wunderbar. Kann man genauso machen wie bei den Skeletten. Einfach immer eine Stichattacke auf große Distanz. Ja, aber die sind cool, ne? Kämpfen mit zwei Krummsäbeln und sind sehr, sehr agil. Und zum Glück nicht zu zäh, wenn wir mit dem Bigoro-Schwert kämpfen. Wir haben es ja gesehen. Da halten sie nicht so übermäßig viel aus. Und ja, das ist dann so eine nette Zwischeneinlage. Ne? Ihr lauft da rum, sucht diese, diese gefangenen Zimmerleute eben. Und immer wenn ihr einen findet, dann kommt auch so eine schöne Gerudo-Kriegerin, die nicht mal schlecht aussehen, würde ich mal so sagen. Und ja, die kämpfen dann ein bisschen mit euch. Finde ich toll. So, jetzt gibt es hier jede Menge Krempel einzusammeln, aber keine Pfeile oder was? Och Mensch, ihr seid doch doof. Gebt mir doch mal mehr Pfeile hier. Vielleicht da oben? Gib mir Pfeile. Blödes Scheißding. gut, dann eben nicht. Das andere lasse ich jetzt einfach mal bleiben. Hallo Kumpel, du bist frei, du kannst gehen. Ich frag mich, wie der an den Wachen vorbeikommt. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Ja, Männer sind nur zu einem gut und das ist zur Fortpflanzung oder so. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Naja. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Ja, ist okay, John. Ich kümmere mich drum. Gut, wir haben den ersten Namen von einem dieser Zimmermänner erfahren. Und ihr könnt ja mal sagen, ab dem wievielten Namen ihr rausgefunden habt, an wen die Namen erinnern sollen. Kleiner Tipp vorab. Vier Zimmermänner, vier Namen. Erinnert an eine andere Gruppe aus vier Personen mit vier Namen. Works. Ja, dankeschön. Und mehr sage ich dazu im Moment noch nicht. Ihr könnt ja dann, also wer das Spiel schon gespielt hat, der weiß es vermutlich sowieso, an wen das hier erinnern soll. Aber wenn ihr es noch nicht wisst, dann könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ab dem wievielten Zimmermann ihr denn erraten habt, an wen die Namen erinnern sollen. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. War ich da schon drin? Ja, wie lange das Ganze hier jetzt dauern wird, weiß ich natürlich auch nicht. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ich glaube, da darf ich noch gar nicht hinrennen. Hm.
irgendwo eine Gerudo-Kriegerin? Nicht da drauf klettern, Kollege. Okay.